Ich spreche über Gustav Mahlers Nachleben und die Vitalität des Antisemitismus. Ich beginne mit einem Leserbrief, der sich auf einen Vortrag über Gustav Mahler bezieht. Zitat: Die Ächtung aller Juden gilt auch für Sie, Herren Redakteure der freien Presse. Den verlogenen Jubelgesang für den Juden Gustav Mahler, Iglau, hätten Sie besser unterlassen. Kurz mit dem Taktstock im Arsch fuchteln, Kompositionen nahe Null abschreiben. Ähnlich Mendelssohn. Das Gewissen lässt diese Leute früh sterben. Damals konnte man daran gehen, den Lügenblock aufzubauen. Die Position der Juden schien gefestigt. Keiner widersprach mehr in Deutschland. Nun hat sich das Blatt gewendet. Sie aber machen munter weiter. Und nun zitiert der Leserbriefschreiber angeblich aus dem Vortrag. Er zitiert falsch. Mahler ist zu nennen mit Bach, Beethoven, Schubert in einer Reihe oder davor. Vortragszitat Ende. Sind Sie noch zu heilen? Ideal der Menschheit, Tarnkappe, katholischer Glaube, Frau verkuppelt an Gropius, geborene Werfel und so weiter. Jetzt rätseln Sie bitte einen Moment, welches Datum dieser Brief trägt. Es ist der 16. Juli 2010. Der Dirigent Christian Kluttich von der Dresdner Musikhochschule hat ihn mir zur Verfügung gestellt. Er hatte in Chemnitz einen Malervortrag gehalten. Die Freie Presse in Chemnitz, die größte Abonnement-Tageszeitung Sachsens, berichtete darüber. Und sowohl die Redaktion wie auch der Vortragende erhielten diesen Brief. Das ist ein relativ aktuelles Dokument in einer speziellen Wirkungsgeschichte Mahlers. Eine Wirkungsgeschichte, deren erstes uns bekanntes Zeugnis aus dem Jahre 1885 stammt, als der 25-jährige neue Kapellmeister der Kasseler Hofoper in der Kasseler Presse mit den Worten begrüßt wurde, Zitat, damit aller Welt gezeigt wurde, dass in Kassel von nationalliberalen Rechts wegen bei solchen Gelegenheiten der Jude die erste Violine zu spielen hat, wurde der derzeitige zweite Dirigent am Königlichen Hoftheater, der Jude Mahler, als Hauptdirigent ernannt. Das war denn doch den Rasseeigentümlichkeiten genügt. Die Deutschen hatten die Arbeit und der Jude die dabei abfallenden Ehren. Oh, das wäre eine Lust gewesen, einen lieben guten Juden einmal aus vollen Kräften zu einem Genie schwätzen und schreiben helfen. Zitat Ende. Aus diesen 135 Jahren sehr spezieller Malerrezeption möchte ich Ihnen einige Schlaglichter vor Augen stellen und mich dabei auf die Zeit nach Mahlers Tod beschränken. Ein zweites Beispiel: Am 26. Juni 1912, also ein Jahr nach Mahlers Tod, wurde seine 9. Symphonie von Bruno Walter mit den Wiener Philharmonikern im Musikvereinssaal uraufgeführt. Zusammen mit der Uraufführung des Liedes Von der Erde, ebenfalls unter Walter in München am 20. November 1911, die entscheidende posthume Tat für Mahler, von der eigentlich eine Kontinuität der Malerpflege hätte ausgehen müssen. Was aber von der Malergemeinde als ein Weiherakt sondergleichen empfunden wurde, provozierte auch andere Reaktionen. In der Ostdeutschen Rundschau schrieb ein gewisser Heinrich Damisch, Zitat: Das Ganze ein Riesenunkraut im symphonischen Garten, davon ein neuer Balken zu dem Tempel widerlicher Unzucht gezimmert werden mag, die Krankhafte oder Verbrecher jetzt immer ungescheuter mit der Musik treiben, der einzigen Himmelsgabe, die uns die Götter in dieser Zeit nüchternster Realistik noch gelassen haben. Und dazu johlt der Mob in Logen und auf Galerien aus Snobismus oder eingebildetem Augurentum. Vielleicht könnte vor all dieser Ungebühr bei Zeiten das ästhetische Schamgefühl edler Frauen uns erretten, deren Empfinden ja nahe der ewigen Natur liegt, erretten vor solcher Kunst und Kultur des Orients, von dannen die gekommen sind, die geschäftig das Gute erniedrigen, das Böse erhöhen, das Tote schmähen und das Lebendige belügen. Zitat Ende. Ohne dass das Wort Jude fällt, ist der antisemitische Angriff für jeden Leser leicht erkennbar. Heinrich Damisch entwickelte sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten konsequent in der hier eingeschlagenen Richtung weiter, war wesentlich an der Etablierung der Salzburger Festspiele beteiligt, wurde nach 1945 zwar zu einer kleinen Verschämtheitspause genötigt, spielte dann wieder eine herausragende Rolle bei den Festspielen der Nachkriegszeit in der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg und erhielt unter anderem das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.
Anfang der 20er Jahre gab es eine bemerkenswerte Malernachblüte, deren Höhepunkt sicherlich das Amsterdamer Malerfest von 1920 war, mit dem Dirigenten Wilhelm Mengelberg als prägender Gestalt. Kurz darauf gab es in Wien einen Zyklus, dessen Spiritus Rector der Dirigent und Komponist Oskar Fried war. Es sah so aus, als könne Mahler zum ersten Mal wirklich als großer Komponist etabliert werden. Dieser Eindruck jedoch täuschte. Aber das ist eine andere Erzählung. Es gab keine Kontinuität der Malerpflege nach seinem Tod. Wohl aber gab es eine Kontinuität der antisemitischen Aversionen gegen Mahler. 1913 erschien ein erfolgreiches Buch von Walter Niemann mit dem Titel »Die Musik der Gegenwart«, das bereits 1920 in der 9. bis 12. Auflage vorlag. Niemann, der später mit einem noch erfolgreicheren Buch über die Meister des Klaviers hervortrat und selbst Klaviermusik komponierte, war seinerzeit keineswegs als Antisemit bekannt, geschätzt oder verrufen, hatte auch einen Malerabschnitt in sein Buch aufgenommen. Dort heißt es, nachdem er sich sehr negativ über die angeblich riesenhaften äußeren Mittel gerade der 8. Symphonie äußert, ihnen treten die Schwächen des unverfälschtesten Österreichertums hier und die künstlerischen Begrenzungen durch seine oft frevelhaft stark betonte semitische Rasse dort zur Seite. Mangel an Selbstkritik, impulsive Hingabe an den Augenblick, Mangel an gedrungener Gestaltung, an Sichtung des Edlen vom Unedlen, des Wichtigen vom Unwichtigen. Zitat Ende. Dann aber schlägt Niemann eine Wolte, die der Logik entbehrt. Eben noch hatte er die Frevelhaftigkeit der Betonung der semitischen Rasse angeführt. Jetzt aber heißt es, Zitat, das jüdische Blut aber in seinem Schaffen zu sehen, es als jüdisch mit dem Unterton des Verächtlichen abzulehnen, erscheint, solange man dies Jüdische mehr fühlt und aufsuggeriert erhält, wie begrifflich zergliedern und zweifellos feststellen kann, durchaus verfrüht und gehässig. Sicher, dass Mahlers Musik nicht immer deutsch, dass sie oft unleidlich sentimental, süßlich, unecht, krampfhaft gewollt, kalt berechnend und äußerlich theatralisch ist. Jüdisch braucht sie deshalb noch lange nicht zu sein. Zitat Niemann, Ende. Solche Passagen sind in ihrer Zeit, das muss heute betont werden, sicherlich nicht als antisemitisch verstanden worden, eher sogar als philosemitisch. Sie enthalten aber Argumentationsstrukturen des Antisemitismus, die uns heute aufdringlich entgegenkommen. Es wird Zeit, die Frage ganz knapp zu beantworten, wo kommen diese Qualifizierungen jüdischer Komponisten her? Ist Mahler etwa der Erste, der unter diesen Angriffen zu leiden hatte? Keineswegs. Der Verursacher, das böse Prinzip, der Diabolus in Musica sozusagen, heißt in diesem Fall Richard Wagner. Die Literatur zu Wagners Antisemitismus füllt inzwischen ganze Regale. Hier kann es nur um den Hinweis gehen, woher alle diese Invektiven gegen Mahler stammen, die über ihn hinaus auf andere jüdische Komponisten erweitert wurden. Sie stammen als Grundhefe aus einer kleinen Schrift Wagners, das Judentum in der Musik, zuerst 1850 in einer Musikzeitschrift unter dem Pseudonym K. Freigedank, sehr einfallsreiches Pseudonym, erschienen, dann 1869 als Broschüre unter dem richtigen Namen Richard Wagner und mit einer Einleitung und einem langen Nachwort versehen nochmals publiziert. Wagner ist keineswegs der Erste auf diesem Feld, aber das entlastet ihn nicht, denn er ist der Erste, der in die Sache, also die Übertragung des Antisemitismus, den er nicht erfunden hat, auf das Musikleben eine prekäre Systematik hinein. Und dann 1869 bei der zweiten Publikation dem Ganzen mit dem Gewicht seines inzwischen schon europaweit berühmten Namens die entsprechende Resonanz verleiht. Es ist nicht möglich, hier den Gang der Wagnerschen Polemik nachzuzeichnen. Auffallend ist, dass wir in ihr die Quelle der wesentlichen Stichwörter der antisemitischen Musikpamphletistik erkennen. Am Beispiel von Felix Mendelssohn Bartholdy und vor allem von Giacomo Meyerbeer, damals berühmtesten Opernkomponisten überhaupt, berlinisch-jüdischen Herkunft, aber in Paris Welterfolg, versucht Wagner darzustellen, dass der jüdische Musiker eine deutliche Begabung im Nachahmen musikalischer, eigenschöpferischer Leistungen habe. Als Interpret habe er es zu teilweise hohem Niveau gebracht.
Da er, der jüdische Musiker also, in der nichtjüdischen Kultur immer als Fremder stehe, diese Kultur nicht wirklich verstehe, bleibe es bei dem Nachäffen und Nachschaffen, komme es nie zu einer eigenen Produktivität. Da es keine wirkliche jüdische musikalische Tradition gäbe, könne er als Komponist daher gar nicht anders, als die verschiedenen Formen und Stilarten aller Meister und Zeiten durcheinander zu werfen. Der Mangel an wirklicher Leidenschaft werde durch eine Aufhäufung äußerer Reize auszugleichen versucht. Jüdische Musikwerke, so Wagner weiter, zeichneten sich aus durch Kälte und Gleichgültigkeit hin bis zur Trivialität und Lächerlichkeit. Die Periode des Judentums in der modernen Musik sei durch vollendete Unproduktivität gekennzeichnet. Und was lesen wir beim Nicht-Antisemiten Niemann? Über Mahler, unselbstständiger Melodiker, innerlich zerrissen, Mangel an Veredelung der Gedanken, sehr leichte, oft allertrivialste Musik, blendende dekorative Wirkung seiner Symphonien, Übertreibung der Klangphänomene wie bei Meyerbeer, Mangel an Sichtung des Edlen vom Unedlen. Wir haben hier alle Argumente Wagners gegen Mendelssohn und Meyerbeer versammelt. Und wir haben alle Argumente, die wir fortan in der antisemitisch offen oder kamoufliert getönten Malerkritik beobachten können. Das Aufsehen, das die Wiederpublikation der Wagnerschen Schrift 1869 erregte, sorgte dafür, dass die Argumente Wagners fortan nie mehr aus der Diskussion verschwanden und in der Malerkritik der Zeit um 1900 sofort reaktiviert werden konnten. Von hier läuft eine ungebrochene Traditionslinie zur Kulturpolitik des Dritten Reiches, für die Wagner und der Bayreuther Kreis ein willkommenes Stichwortreservoir waren. Dass sich die antisemitische Musikpublizistik des Dritten Reiches immer wieder ausdrücklich auf Wagner berief, dessen Beschwörung mit seinem Judentum in der Musik fast nie fehlt, ist völlig klar. Die allzeit triviale Feststellung, dass die Nazis ideologisch nichts neu erfinden mussten, trifft auch für den kleinen Teilbereich der Musikpublizistik hinein in die Musikwissenschaft zu. Noch nochmals zurück zum Beginn der 20er Jahre. So war es um Mahler nach 1918 bestellt. Inbrünstig verehrt von den einen, für eine kurze Frist einer immer größer werdenden Gemeinde in immer zahlreicheren Konzerten nahegebracht. In Amsterdam 1920, ich habe es erwähnt, zum Rang eines modernen Klassikers erhoben, aber dennoch weiterhin mit größtem Misstrauen beäugt oder dezidiert ignoriert von einer weit größeren Zahl von Menschen, Konzertbesuchern und Fachleuten, Selbsternannten und Wirklichen. Im Dritten Reich stand Mahler natürlich sofort auf dem Index, dies allerdings nicht wörtlich, komme darauf zurück. Zahlreich sind die Belege, so in Theodor Fritschs Handbuch der Judenfrage, einem antisemitischen Klassiker, oder in dem zu einiger trostlosen Berühmtheit gelangten Lexikon der Juden in der Musik von Theo Stengel und Herbert Gehrig. Im zertrümmerten Europa nach 1945 sah es nicht so aus, als sollte es für Mahler einen Aufschwung geben, wie es ihn nach 1918 gegeben hatte. Von Äußerungen, dass gerade Mahler für den am Boden liegenden Kontinent die rechte Speise der geistig-künstlerischen Aufrichtung sein könnte, so wie es nach 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, gelungen hatte, war zunächst nichts zu hören. Im Gegenteil, viele kritische Stimmen waren der Meinung, dass es jetzt, teilweise wurde betont, glücklicherweise mit Mahler endgültig vorbei sei. Dass sich unter diesen Meinungsführern viele befanden, die in Österreich und Deutschland dem NS-Regime mit der Feder gedient hatten und sich nun nach kurzer Atempause wieder an die Arbeit machten, lässt sich leicht feststellen. Aber auch über diesen Kreis hinaus war die Meinung die gängige, mit Mahler muss man sich nicht mehr eingehender beschäftigen. Strawinsky hieß der Mann der Stunde, wenn man sogenannte moderne Musik ins Auge nehmen wollte, in den ersten Jahren der Bundesrepublik. Der Versuch unter anderem von Theodor W. Adorno, die Wiener Schule, den Schönbergkreis, als Gegengewicht zu intronisieren, war außerhalb engster Zirkel zunächst nicht von Erfolg begünstigt. Noch folgendes Zitat für die Haltung zu Mahler in den 50er Jahren und 60er Jahren auch noch immer, ein durchaus repräsentatives Beispiel sei angefügt.
Zitat, ihm fehlt die Unbefangenheit, wie sie etwa Richard Strauss über manches hinweghilft. Und daher muss er klar erkennen, wo seine Begabung Grenzen hat. Mit übermenschlichem Willen geht er, Maler, daran, diese Grenzen zu sprengen. Mit Bluttransfusionen aus Volkssang und Kunstmusik sucht er seine Kräfte hochzureißen. Und nichts erschüttert mehr als die tiefe Resignation, die dem Ermatteten bleibt. Da prallt Erhabenes auf Triviales, Gefühltes verdorrt in Konstruiertem, Eigenes steht neben Nachempfundenem. Das Missverhältnis zwischen tatsächlichem Gehalt und äußerer Fassade ist nicht zu übersehen. Zitat Ende. Das ist nicht etwa ein Zitat aus den Nazi-Postillen Völkischer Beobachter oder dem Angriff, sondern aus dem am weitesten verbreiteten Konzertführer der 50er und 60er Jahre im deutschen Sprachbereich, Rudolf Bauers Das Konzert. 1955 zuerst erschienen und um 1960 im damals größten deutschen Buchclub verbreitet, mit einer sicherlich fünfstelligen, wenn nicht sechsstelligen Auflagezahl. Fast überflüssig zu sagen, dass man bei fast allen deutschen und österreichischen Musikkritikern, Musikpublizisten und Musikwissenschaftlern dieser Jahre, soweit sie nicht aus der Immigration zurückkamen, feststellen kann, dass sie bereits im Dritten Reich fleißig publiziert hatten und nun im gleichen Geiste, wenn auch unter Eliminierung der schlimmsten Auswüchse und Vokabeln, so weiterschrieben, wie sie es gelernt hatten und wie es ihrer Überzeugung entsprach. Es lässt sich en Detail nachweisen, dass die antisemitische Substanz der kritischen Sprache gegenüber Mahler ungebrochen blieb, ohne dass auch nur einmal das Wort Jude benutzt wurde. Die Autoren solcher Äußerungen konnten durchaus damit rechnen, dass ihre Leserschaft, soweit sie schon im Dritten Reich Musikkritiken und Konzertführer gelesen hatte, durchaus verstand, was gemeint war. Wenn Stichwörter wie Eklektizismus, Trivialität, Zwiespalt zwischen Wollen und Können, Effekthascherei, Nachahmung aller Formen und Stile, Seichtigkeit, Süßlichkeit auftauchten. Im Falle Mahlers verstummten diese Stimmen erst weitgehend, zumindest in der veröffentlichten Meinung, als der internationale Durchbruch seiner Musik nicht mehr aufzuhalten war. Also etwa seit 1960, also das war das Jahr des 100. Geburtstages, da begann die sogenannte Mahler-Renaissance. Weltweit, muss man sagen. Leonard Bernstein war einer der ersten Dirigenten, der da entscheidend beteiligt war. Und natürlich auch, weil der antisemitische Diskurs, vor allem in Deutschland, nach 1945 offiziell tabuisiert war. Wer offene Ohren hat, wird bestätigen, dass ein Bodensatz dieser Argumentation immer noch zu vernehmen ist. Der anonyme Leserbrief, der zu Anfang zitiert wurde, ist ein drastischer Beleg. Ich selbst habe in der Münchner Philharmonie vor etwa 10 Jahren nach einer Aufführung der 4. Symphonie von Mahler von einem Zuhörer neben mir stehend in der Pause den Satz gehört, das ist doch alles geklaut. Ich kehre nochmals in die Zeit zwischen 1933 und 1945 zurück. Das Kapitel Gustav Mahler im Dritten Reich könnte nach all dem Gesagten ein ganz kurzes sein, das nur aus einem Satz besteht. Nach dem 30. Januar 1933 fanden in Deutschland keine Mahleraufführungen mehr statt. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Eine gewisse Kuriosität besteht zunächst in der unverhofften Begegnung zwischen Gustav Mahler und Adolf Hitler, beziehungsweise umgekehrt. Es steht mit Sicherheit fest, dass Hitler bei seinem ersten Wien-Besuch, und zwar exakt am 8. Mai 1906, eine Aufführung von Tristan und Isolde seines Leib- und Magenkomponisten Richard Wagner, der zweite Leib- und Magenkomponist war Franz Leha, in der Wiener Hofoper besuchte. Es handelt sich um eine Inszenierung, also von Tristan und Isolde von Gustav Mahler, der die Opernregie auch erfunden hat gewissermaßen, wie wir sie heute verstehen, in den Bühnenbildern von Alfred Rollers, die am Februar 1903 ihre Premiere hatte und ein Markstein in der Opernreform von Gustav Mahler und Roller war. Die von Hitler besuchte Vorstellung, das kann man überprüfen, wurde von Mahler selbst dirigiert. Es besteht kein Zweifel, dass Hitlers Idealbild von Wagner-Aufführungen, und er kannte sich ja sehr gut aus, wie wir wissen, beim Wagner, durch den Mahler-Roller-Stil geprägt wurde. Mehrfach hat er später gegenüber Vertrauten erzählt, dass er keine Gelegenheit ausließ, Wagner-Aufführungen in Wien, wegen seiner begrenzten Mittel natürlich von den Stehplätzen aus, zu verfolgen.
Hitlers Jugendfreund August Kubizek, dessen Erinnerungen in puncto Detailgenauigkeit nicht ganz unumstritten sind, berichtet, und das dürfte wohl akzeptiert werden können, das erfindet man nicht ohne Not, dass Hitler Gustav Mahler als Dirigent und Inszenator größte Bewunderung, Zitat Kubizek, entgegenbrachte. Ein später Widerschein davon ist noch in Goebbels Tagebuchaufzeichnung vom 22. Dezember 1940 zu verspüren. Zitat: Wir besprechen Theaterfragen. Der Führer ist sehr interessiert. Er erklärt Erscheinungen wie Mahler oder Max Reinhardt, deren Fähigkeiten und Verdienste er nicht abstreitet. In der Reproduktion vermag der Jude manchmal etwas zu leisten. Zitat aus dem Goebbelschen Tagebuch Ende. Überflüssig zu sagen, dass hier Richard Wagners Anerkennung der reproduzierenden künstlerischen Fähigkeiten der Juden anklingt. Das langte natürlich nicht, um Mahler im Dritten Reich den Status eines Ehrenariers zukommen zu lassen. Mit Wagner hielt Hitler ja eben die schöpferischen Fähigkeiten der Juden für eine Quantité negligeable. Und ob er überhaupt je eine Mahler-Symphonie gehört hat, darf stark bezweifelt werden. Es gibt dafür kein Zeugnis. Die Verehrung Hitlers für den nichtjüdischen Bühnenbildner Alfred Roller hielt auf jeden Fall an. Ob Hitler bei seinem gescheiterten Versuch, in Wien an der Kunstgewerbeschule angenommen zu werden, die Protektion Rollers vergeblich erhalten hat, wie immer wieder kolportiert wird, bleibt ungewiss. Allerdings gab es eine Verbindung durch private Kontakte. Schlusspunkt dieser Beeindruckung war jedenfalls die Berufung des 70-jährigen Alfred Roller für die Bühnenausstattung des Bayreuther Parsifal von 1934. Auf persönlichen Wunsch Hitlers, der auch die Neuinszenierung aus seiner Schatulle finanzierte, wie Winifred Wagner bezeugt hat. Davon völlig unabhängig verschonten Mahler Symphonien und Lieder natürlich von den Spielplänen des Dritten Reiches. In Österreich sah es ein bisschen anders aus, Zwischenbemerkung, weil da die Malertradition dann doch noch etwas lebendiger war, auch nach dem Ersten Weltkrieg, als in Deutschland. Und es gab eine ganze Reihe von repräsentativen Aufführungen, speziell allerdings nach 1934, weil dort da der sogenannte österreichische Ständestaat mit Engelbert Dollfuß zunächst einmal ins Recht kam. Und in diesem Ständestaat spielte kulturell Bruno Walter eine große Rolle, der ja einer der großen Schüler und jungen Verehrer von Gustav Mahler war und in Wien dann, nachdem er aus Deutschland vertrieben wurde, wegen seiner jüdischen Herkunft, sehr viel Mahler bis 1938, bis zum sogenannten Anschluss dirigiert hat. Dass das mit Mahler in Österreich und speziell in Wien trotzdem nicht so einfach war, bis heute zeigen die Querelen um ein Denkmal für Mahler. Das war mal eins geplant, der später berühmte Bildhauer Fritz Wotrubar, das war übrigens der Lehrer der Malertochter Anna Mahler, war beauftragt mit einem Denkmal in den 20er Jahren, aber daraus wurde nichts. Als Hitler 1938 in Wien einzog, wurde die immerhin existierende Malerstraße bei der Hofoper, die seit 1919 so hieß, in Meistersingerstraße umbenannt. Seit 1946 gibt es diese Malerstraße wieder, aber ein Malerdenkmal gibt es in Wien bis heute nicht. Dafür gibt es für den antisemitischen Bürgermeister der Jahrhundertwende, Karl Lueger, einen Luegerplatz, einen Luegerbrunnen, eine Luegerbüste, ein Luegerdenkmal, eine Luegereiche, einen Lueger Hof und eine Lueger Gedächtniskirche. Das ist die Riesenkirche im Zentralfriedhof. Immerhin, der Dr. Karl Luegering, der in Wien früher mal U-Bahn gefahren ist, kennt diese alten Stellennamen. Der Dr. Karl Luegering als Teil der Ringstraße verlor seinen Namen 2012. Sehr spät, aber immerhin doch. Das letzte Kapitel. Natürlicher und verständlicherweise ist die Meinung verbreitet, dass die Musik Mahlers in Deutschland seit 1933 offiziell verboten war. Das ist jedoch nicht der Fall. Stärker als in Österreich war auch in Deutschland in den Jahren vor der Machtergreifung das Interesse an Mahler aus Gründen, die eine eigene Betrachtung erfordern würden, stark zurückgegangen. Belege dafür kann man relativ leicht
aus den Tantiemenabrechnungen für die Witwe Mahlers, sowie, also die berühmt-berüchtigte Alma, sowie aus den Unterlagen über die Leihmaterialien für die Orchester bei der Universaledition Wien, das ist bis heute der Hauptverleger Mahlers, entnehmen. Bei der Reichsmusikkammer des Dritten Reiches wurden Unterlagen über unerwünschte Musik vorrätig gehalten. Diese aber betrafen vor allem die Unmassen von Tanz- und Unterhaltungsmusik, auch Operetten, wo den Verantwortlichen im Theater- und Konzertwesen sowie im Rundfunk und Film Anleitungen gegeben werden mussten, welche Komponisten und Textdichter erlaubt, welche unerwünscht waren. Auf den immer wieder zitierten schwarzen Listen tauchten etwa bei den deutschen Rundfunkanstalten eigentlich nur lebende Kulturschaffende auf, die nicht mehr berücksichtigt, also weder beschäftigt noch gespielt werden durfte. Auf der schwarzen Liste des Reichssenders Berlin für 1936-37 beispielsweise sind Meyerbeer, Mendelssohn und Mahler nicht verzeichnet. Eine schwarze Liste, die offizielleres Gepräge hat, ist die sogenannte Goebbels-Liste, die im September 1935 vom Präsidenten der Reichskulturkammer, also Goebbels, den mit solchen Dingen befassten Organen und Organisationen zugeleitet wurde und unter dem Titel Keinesfalls erlaubte musikalische Werke und dem Untertitel Werke nachstehender Komponisten sind ab sofort nicht mehr in irgendwelche Spielfolgen deutscher Rundfunksender oder Theaterinstitute aufzunehmen, Zitat Ende, 108 Komponistennamen auflistet, die mit der etwas späteren Rundfunkliste, Nebenbemerkung, erstaunlich wenig übereinstimmen. Aber auch hier Fehlanzeige für Mendelssohn, Meyerbeer und Mahler. Mahler war also kurioserweise nicht offiziell verboten, aber er wurde nicht gespielt. Jeder, der im Betrieb mit der sogenannten klassischen Musik beschäftigt war, wusste, dass die drei großen M der Musikgeschichte, von Mozart mal abgesehen, also Mendelssohn, Meyerbeer und Mahler, im Sinne der Rassenpolitik Juden und entsprechend mit dem Bann belegt waren. Ausdrückliche Verbote bedurfte es nicht. Da die kulturelle Gleichschaltung nicht bereits am 1. Februar 1933 vollzogen war, wie wir wissen, dauerte es einige Zeit, bis der vorauseilende Gehorsam in alle Ecken auch die Prominenten gedrungen war. Wilhelm Furtwängler dirigierte seine Berliner Philharmoniker noch am 12. Februar 1934 mit Ausschnitten aus Mendelssohns Sommernachtstraummusik. Und der damals prominenteste deutsche Geiger Georg Kuhlenkampf spielte mit dem gleichen Orchester erstaunlicherweise sogar noch am 11. März 1935 Mendelssohns Violinkonzert. Kuhlenkampf nahm dann sogar noch Anfang April 1935 dieses Werk für die Platte auf. Verblüffend und bezeichnend zugleich die Bemerkung eines Kritikers der Berliner Börsenzeitung zu diesem Konzert am nächsten Tag, also im März 35. Zitat aus der Kritik: Es folgte Mendelssohns früher so beliebtes und häufig gespieltes Violinkonzert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Früher so beliebt und häufig gespielt. Die Unterlagen der Universaledition belegen, dass Radio Frankfurt sowie der Nordische Rundfunk Hamburg, so hieß der NDR damals, und der Mitteldeutsche Rundfunk Leipzig Orchestermaterialien für die 9. Symphonie Mahlers, für das Lied von der Erde und für einzelne Mahlerlieder noch im Februar und März 1933 bestellt haben. Ob die entsprechenden Aufführungen oder Aufnahmen auch stattgefunden haben, ist nicht klar. Eher unwahrscheinlich. Dennoch gab es in Nazi-Deutschland bis 1941 vereinzelte Aufführungen der 2. und der 9. Symphonie und des Liedes von der Erde. Allerdings in einem kulturellen Ghetto, dem sogenannten Jüdischen Kulturbund, wo Juden für Juden unter strenger Aufsicht der Bürokratie in Kultur machen durften. Mahler-Symphonien waren für die sehr beschränkten Mittel dieses Kulturbunds natürlich spezielle Herausforderungen, die nur in Ausnahmefällen bewältigt werden konnten. So bleibt die letzte Maleraufführung im Dritten Reich, diejenige der Zweiten Symphonie, schon unter normalen Umständen eine Herausforderung des Musikbetriebs, am 27. Februar 1941 im Berliner Jüdischen Kulturbund eine ebenso rührende wie beklemmende Ausnahme. Der Dirigent war Rudolf Schwarz, Solistinnen waren Henriette Huth, Sopran und Adelheid Müller, Alt. Im jüdischen Nachrichtenblatt schrieb Micha Michalowitz, Zitat,
Als die letzten Akkorde dieses musikalischen Tempelwunders in die Sphären des Höchsten dringend und von dort her widerhallend in brausender Harmonie verklungen war und die Menschen im Saal nach Sekunden des Schweigens in Tränen verhallender Stummheit sich spontan von ihren Sitzen erhoben hatten, um in einer Ergriffenheit ohnegleichen ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu geben, fühlte es jeder, dass es von allen Künsten allein der Musik gegeben ist, die von den letzten Fragen des Seins in Rätselschwermut versinkende Menschenseele hinaufzuführen in das erlösende Licht der Verklärung. Zitat aus dieser Kritik, Ende. Der Dirigent Rudolf Schwarz konnte sich in letzter Minute nach England retten, wo er 1994 gestorben ist. Die Spuren Adelheid Müllers, der Altistin, haben sich gänzlich verloren. Die Sopranistin Henriette Huth, die hier ein letztes Mal sang, O Tod, du Allbezwinger, nun bist du bezwungen, wurde sehr bald darauf deportiert und am 2. Januar 1942 in Litzmannstadt, wie die deutschen Lodge nannten, ermordet. Mahler bleibt ein Phänomen mit Widerhaken. Theodor W. Adorno hat einmal einen luziden kleinen Essay geschrieben, der den Titel trug »Die Wunde Heine«. Mit Wunde meinte Adorno jenes Nicht-Zurechtkommen des lesenden deutschen Publikums, weit vor dem Nationalsozialismus, mit Heinrich Heines Virtuosität, mit seiner Geläufigkeit und Selbstverständlichkeit des dichterischen und sprachlichen Ausdrucks, der das Gegenteil war von heimatlicher Geborgenheit und damit das Scheitern der jüdischen Emanzipation ahnen ließ. Dies trifft so keineswegs deckungsgleich auf den rund 60 Jahre jüngeren Maler zu. In der Reaktion auf ihn aber klafft bis heute, nur sehr viel versteckter als früher, die gleiche Wunde. Sie wird immer erneut aufgekratzt, sie blutet immer wieder. Kein Wunder, dass Adorno feststellt, Heines wahres Wesen habe sich nicht in der Musik jener Komponisten enthüllt, die seine Texte vertonten, grandios vertonten, wie Schubert und Schumann, sondern erst bei jenem Komponisten, der ihn nicht vertonte, Gustav Mahler, in dessen Deserteursgesängen, seinen Trauermärschen mit dem der 5. Symphonie, in den grellen Dur-Moll-Wechseln der Wunderhornlieder, sei die Musik der heinischen Verse erst richtig entbunden worden. Es gibt auch die Wunde Mahler. Sie will und wird sich nicht schließen, solange es eine menschliche Gesellschaft gibt, die der Versöhnung ermangelt. Und diesem Mangel spricht Mahlers Musik so deutlich wie kaum eine zweite. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Fischer, für den beeindruckenden und wirklich sehr schönen Vortrag. Ich bin sicher, auch hierzu gibt es einige Diskussionen und ich darf nun die Mitglieder bitten, sich über die Chatfunktion zu melden. Da kommt die erste Frage von Herrn Joost. Entschuldigung, von Frau Champollion. Ja, hallo, guten Morgen, vielen Dank. Einen kleinen Passus hatten Sie erwähnt, dass Mahler die Opernregie, so wie wir sie heute kennen, eigentlich erfunden hat. Und ich weiß, dass das jetzt ein kleiner Seitenstrang ist Ihres Vortrags, aber wenn Sie eine Minute hätten, diesen Gedanken auszuführen, ist das tatsächlich der Anfang der heutigen Opernregie, also der modernen Opernregie, wie wir sie kennen? Also ich meinte damit nicht, dass in Anführungszeichen Regietheater, an dem die Operngänger von heute sich teilweise in Verzweiflung abmühen und winden, sondern ich meine das, was wir im klassischen traditionellen Sinne als Opernregie bezeichnen, das gab es in der Tat vor Mahler so nicht. Bis dahin, also bis etwa 1900, 1905, wurde Opernregie, also erstmal wurde der Regisseur auf den Zetteln, Programmzetteln überhaupt nicht aufgeführt. Das wurde Mahler allerdings auch nicht, sondern jemand, der ein pensionierter Bassist oder so, der an der Oper noch engagiert war, wurde beauftragt, Auf- und Abgänge zu organisieren. Der Bühnenbildner hat sein Bühnenbild gemacht und der sogenannte Regisseur hat dann gesagt, du kommst von links und du kommst von rechts, auf das Stichwort, damit ihr beide nicht zusammenknallt, wenn ihr auf die Bühne geht. Das war Opernregie im 19. Jahrhundert. Mahler hat damit aufgehört. Er hat in der Tat die Opernregie auf ein neues Niveau gebracht.
Das haben alle, die damals mit Verstand zugeguckt haben, auch so gesehen. Er selbst hat sich dessen nie gerühmt, aber er war der Regisseur. Er stand nicht auf dem Programmzettel. Er stand noch nicht mal als Dirigent meistens auf dem Programmzettel. Das war damals nicht üblich. Aber er war nicht, meistens nicht nur der Dirigent, sondern bei den Premieren, die er machte, war er auch der Regisseur. Insofern ist er die Parallelerscheinung zu dem erwähnten Max Reinhardt, der die Schauspielregie erfunden hat. Erfunden in Anführungszeichen. Prima, vielen Dank. Herr Händler hat einen Kommentar in die Chatfunktion eingestellt und hat Ihren Vortrag als einen sehr, sehr wichtigen Vortrag bezeichnet. Herr Händler, wollen Sie diesen Kommentar noch mal unterstreichen? Ja, eigentlich wollte ich gar nichts sagen, aber ich finde, solche Vorträge sind einfach wichtig, wenn man Geistesgeschichte nachvollzieht. Und das ist in Ihrem Fall, ist das jetzt einfach das Tolle daran, ist, dass das jetzt auf der einen Seite die historischen Fakten sind und auf der anderen Seite ist, dass das auch alles jetzt nicht soziologisch oder historisch, sondern emotional bewertet ist. Also das fand ich jetzt das Großartige dran. Jetzt ich als Romanautor kann sagen, wahrscheinlich kann man das in der Form nur mit Musik machen. Aber das war eigentlich schon das, was ich dazu sagen kann. Also ich nochmal, also wirklich fand einen ganz tollen Vortrag. Danke. Ja. Dann Herr Wasilewitzki. Herzlichen Dank, Herr Fischer, für den Vortrag, der ja gleichzeitig traurig macht und auch nachdenklich. Die Projektionsmaler ist ja eine Projektionsfläche für den Antisemitismus und nicht die einzige, wie wir wissen. Sie haben ja auch Meyerbeer und Mendelssohn angesprochen, da auch heutige Beispiele, diese Diskussion, ich glaube Ende letzten Jahres mit dieser Kritik an Levit, die auch in eine antisemitische Richtung ging in der Süddeutschen Zeitung, kann ja hier auch als ein sehr aktuelles Beispiel genannt werden. Meine Frage ist, was glauben Sie, wie sich, was der Motor ist, dieses Antisemitismus in der Kultur? Weil ich glaube, wenn wir diesen Motor ausstellen, ist es langfristig möglich, dem zu begegnen. Wir können nicht alle Projektionsflächen abarbeiten. Wir müssen, glaube ich, den Motor abstellen. Und was mich interessiert ist, was glauben Sie, was dieser Motor denn ist? Habe ich noch 2 Stunden Zeit etwa zur Beantwortung? Und auch das würde nicht reichen. Ich fürchte, dieser Motor lässt sich nicht abstellen, weil es den in meiner Sicht überhaupt nicht gibt. Antisemitismus braucht keinen Motor. Antisemitismus ist ein Perpetuum mobile. Den gibt es seit 2000 Jahren so etwa und es wird in den nächsten 2000 Jahre, solange die Menschheit besteht, weiterhin geben. Er ist unausrottbar, er ist nicht wegzubekommen. Er braucht sozusagen keine Anlässe. Wir kennen ja auch den Antisemitismus ohne Juden, ohne dass jemand weiß, was Juden sind, was jüdische Kultur ist und so weiter und so fort. Also Mahler hat sich in diesem Sinne nur als eine von vielen Projektionsflächen dargeboten in einer Zeit, das ist der Unterschied zu heute, in einer Zeit, in der Antisemitismus gesellschaftsfähig war. Das ist der Unterschied zu den, ich sage mal vorsichtig, den westlichen Gesellschaften, den westlichen Zivilisationen heute, wo Antisemitismus, wir haben leider Entwicklungen, die das ein bisschen einschränken derzeit, Antisemitismus nicht gesellschaftsfähig ist. Zur Zeit Mahlers im späten 19. Jahrhundert, um 1900 in den 20er Jahren war Antisemitismus gesellschaftsfähig und er wurde dann in Deutschland und auch dann in Österreich sozusagen zur Staatsreligion. Das gibt es so seit 1945 in unseren Breiten nicht mehr. Aber wie ich versucht habe, eben an diesem Leserbriefbeispiel oder an dieser Bemerkung in der Münchner Philharmonie darzustellen. Er ist da, wobei ich dazu sagen würde, dass der Zuhörer in der Münchner Philharmonie, der sagte bei der 4. Symphonie, das ist alles geklaut, er hat das vielleicht noch nicht mal antisemitisch gemeint, aber er hat unbewusst ein antisemitisches Argument aufgegriffen, während der natürlich anonyme Leserbriefschreiber in Chemnitz, das ist ein Antisemit, wie er
wie es ihn heute immer noch gibt und wieder gibt und leider auch vermehrt gibt. Ja, vielen Dank für die Antwort. Herr Weißmann, bitte. Ja, vielen Dank. Kann man mich hören? Ja. Ja, und hört Sie? Ja, vielen Dank, lieber Herr Fischer, für diesen spannenden und zugleich bestürzenden Vortrag. Wenn ich mich recht erinnere, war Mahler ja kurz vor seiner Ernennung zum Kapellmeister an der Wiener Hofoper zum Katholizismus konvertiert. Also aus reiner Notwendigkeit, da ihm ansonsten dieser exponierte Posten verwehrt worden wäre. Ihm selbst war eher eine naturreligiöse, philosophische Weltanschauung zu eigen. Aber entsprechend groß war in der Tagespresse ja auch die Empörung. Also ihm wurde Opportunismus vorgeworfen und Vergleich mit Heinrich IV. Gezogen im Sinne von Paris ist eine Messe wert. Nur dass bei Mahler eben noch sein jüdischer Hintergrund diese Hetze intensivierte. Also man kennt ja auch eine Reihe diffamierender Karikaturen in Satireblättern in Wien im späten 19. Jahrhundert. Meine Frage nun, da Sie diesen Aspekt nicht angesprochen haben, spielte denn Mahlers Konversion zum Katholizismus in der späteren Malerwahrnehmung oder Rezeption, also im Dritten Reich, in der frühen Bundesrepublik, gerade auch als Vorwurf des Opportunismus überhaupt eine Rolle? Oder weil Sie das ausgeklammert haben, eben nicht? Also diese Konversion zum Katholizismus im protestantischen Hamburg, kurioserweise, wie Sie richtig sagen, war eine rein strategische. Es wurde ihm von Wien aus, von den höchsten Beamten, die damit befasst waren und seiner Ernennung zum noch nicht ganz gleich Hofoperndirektor, aber dann sehr bald wurde ihm gesagt, einen Juden können wir nicht durchbringen. Wir möchten sie sehr gerne haben, aber einen Juden können wir dieses Amt nicht geben. Er hat dies gemacht, ich würde sagen zähneknirschend einerseits, weil er das Gezwungene, das Auferzwungene, Aufgezwungene dieser Aktion natürlich sehr gut verstanden hat. Andererseits war er mit dem Judentum seiner Vorfahren innerlich nicht eng verbunden. Also weder mit der Religion noch mit der Kultur noch mit der Sprache, wie auch immer. Das hat ihm nicht sehr viel bedeutet. Das Katholische hat ihm aber auch nicht viel bedeutet. Wie Sie haben es ja gesagt, seine Weltanschauung war von Goethe beeinflusst und von vielen anderen Dingen, war aber religiös oder gar rassisch, in Anführungszeichen, nicht gebunden. Dieses Argument der Konversion war zu seinen Lebzeiten, kam das immer wieder hoch. Das wurde also auch in der Presse immer wieder verwendet. In den 20er Jahren und dann auch in den 50er, 60er Jahren spielt es eigentlich keine Rolle mehr. Ich denke, vor allem deswegen, weil die meisten Leute das gar nicht mehr wussten. Es gab eben noch keine großen Malerbiografien, in denen man das nachlesen konnte. Und das war alles 60, 70, 80 Jahre her. Das war in Vergessenheit geraten. Wenn man das alles noch präsent gehabt hätte, hätte es garantiert eine Rolle gespielt. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage wird von Jürgen gestellt. Ja, ich danke Ihnen auch für den schönen und berührenden Vortrag. Ich möchte ein bisschen auf die Frage von Herrn Wassiliewicki zurückkommen, auch wenn Sie da die aber eine andere Nuance geben, sodass sie vielleicht schneller beantwortbar ist. Antisemitismus ist ja kein rein deutsches und kein rein österreichisches Phänomen gewesen, sondern das ist in einem europäischen Kontext entstanden. Und da sind immer Projektionsflächen ausgewählt worden. Mahler eignet sich vermutlich besonders gut als Projektionsfläche, auch wegen der bestimmten Aspekte und der Radikalität seiner Musik. Aber wie wurde das denn, sagen wir mal, in Frankreich wahrgenommen? Denn in Frankreich war es ja so, da gab es das sehr einflussreiche Buch La France juive von Edouard Rumont, etwa um 1860 herum, der eigentlich Juden und Deutsche ziemlich gleichgesetzt hat. Das waren beides eben die Gegner der Franzosen, so wie er das da dargestellt hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie dann Mahler später auch in Frankreich wahrgenommen ist, ob der als jüdischer Musiker wahrgenommen ist und man negative Züge an ihm herausstellen wollte oder ob der als deutscher oder österreichischer Komponist wahrgenommen worden ist und man vielleicht die französische Musik höher stellen wollte. Ja, Sie haben recht. Also Wien war zwar, wie Karl Kraus sagte, um 1900 die Versuchsstation des Weltuntergangs, aber es war auch eine Hauptstadt des Antisemitismus, aber das war Berlin auch, das war Paris auch.
Also da war Wien gar nicht sozusagen hervortretend, krass hervortretend. Gegenüber Mahler in Frankreich spielte der Antisemitismus keine große Rolle, weil Mahler in Frankreich, damit ist Paris gemeint, vor allen Dingen als die Musikhauptstadt natürlich, weil Mahler in Frankreich und in Paris keine große Rolle spielte zu seinen Lebzeiten. Er war nur einmal zu einem Gastspiel mit seinem Wiener Orchester in Paris und da stand auf den Plakaten, die in Paris an den Litfaßsäulen hingen, der Name des Dirigenten Gustav Malheur. Ob man das jetzt schon als antisemitisch auffasst, sollte man vielleicht nicht tun. Aber das spielte in der Tat keine Rolle. Die Wirkung der Musik Mahlers in Frankreich war relativ gering, in den 20er Jahren vernachlässigenswert. Da war das kleine Holland, ich habe es erwähnt, Amsterdam, das Malerfest, das war, in Holland gab es eine richtige große Malergemeinde, war was ganz anderes. Heute ist Mahlers Musik in Frankreich etabliert und eben seit 1960 ist das antisemitische Argument nun aus der Öffentlichkeit zumindest verschwunden. Und deswegen habe ich überhaupt keine Beispiele gefunden, die da einen speziellen Akzent in der französischen Reaktion belegen könnten. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Herrn Betzwieser. Ja, vielen Dank, Herr Fischer, für Ihren schönen Vortrag. Ich habe eine Frage zur sozusagen Wirkungsgeschichte in der Musikwissenschaft nach 1945. Ob Sie die von Ihnen beschriebenen Denkfiguren dort auch verifizieren können. Ich frage deshalb, weil es nun ja nun einen durchaus ambivalenten, prominenten Fall gibt, im Falle des Buches von Karl Dahlhaus, betitelt Das Problem Mendelssohn. Mir war nie klar, wie man 1971 ein Buch derart betiteln kann. Deswegen meine Frage, wie sehen Sie da die Strömungen in der Musikwissenschaft? Herr Betzwieser, ich glaube, das können Sie besser beurteilen als ich. Ich weiß es nicht so recht. Ich habe natürlich im Grunde nur sozusagen einerseits die Konzertführer, den einen, den ich erwähnt habe, den Prominenten, mir angeschaut und Kritiken in der deutschen Musikwissenschaft, soweit ich sie überblicke, ist eigentlich das antisemitische Argument nicht zu bemerken. Es ist im Grunde eine erstaunliche, aber da passt sich die Musikwissenschaft den anderen Entwicklungen der Kultur an, ein erstaunliches Desinteresse an Mahler in den 50er Jahren. Also wenn Sie das kennen Sie ja, wenn Sie den Artikel über Mahler in der alten MGG, Musik in Geschichte und Gegenwart, sich angucken und ihn mit der zweiten Ausgabe vergleichen, dann kann man allein am Vergleich sehen, was sich getan hat. Zu Karl Dahlhaus, den ich persönlich ja auch noch ein bisschen kannte, der ist allerdings jeden Antisemitismus unverdächtig immer gewesen. Das Problem Mendelssohn, soweit ich diesen Aufsatz, das ist sehr lange her, dass ich ihn gelesen habe, im Kopf habe, ist das Problem, das Dahlhaus meint, hat mit dem Antisemitismus gegen Mendelssohn gar nichts, will ich nicht sagen, aber nur am Rande zu tun. Er meint, glaube ich, etwas anderes. Und in allem, was ich von ihm kenne, spielt dieses Argument, das ihm natürlich bewusst war. Dahlhaus kannte alles und wusste alles in diesen Bereichen, eigentlich gar keine Rolle. Und eins der wirklich wichtigen, wenn auch in gewissen Dingen, aber nicht in unserem Punkt problematischen Malerbücher stammt von Herrn Eggebrecht, der nun auch einer der prominentesten deutschen Musikwissenschaftler war. Also ich würde sagen, in der Konzentrierung, der Beschäftigung, der freundlichen Zuwendung zu Mahler spiegelt die deutsche Musikwissenschaft gewissermaßen die allgemeine Entwicklung der Begeisterung für Mahler durchaus wieder im Lauf der Zeit ab 1960 etwa. Ja, schönen Dank. Die nächste Frage kommt von Herrn Kempel.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zu diesem Motor, der vorhin auch gefallen war. Also Musik hat ja in der deutschen Kultur vielleicht auch diese musikästhetisches Urteil wird ja oft wie so eine Art moralisches Urteil in der deutschen Kultur verwendet. Und denken Sie, was sind da Ihre Gedanken darüber, um Menschen abzuwerten, aufzuwerten? Sie haben vorhin, also diese Süßlichkeit, also diese ganzen Adjektive, die verwendet wurden, die findet man heute in allen möglichen musikalischen Gesprächen. Denken Sie, dass da vielleicht eine besondere Situation in Deutschland vorliegt, die anderswo nicht da ist? Auch eine Frage, die eine längere Beantwortung erfordern würde. Also es ist so, dass man muss ja, das wäre aber auch eine längere Diskussion zwischen uns, man muss ja zugeben, Sine Ira et Studio, dass etwa der Vorwurf der Trivialität gegenüber Mahlers Musik, der immer wieder erhoben wird, ich habe ja auch einige Zitate gebracht, ja nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Es gibt Trivialitäten bei Mahler, Volksmusik, Stichwort auch, Aufnahme von Volksmusik. Ja, er hat das, ganz bewusst allerdings, nicht aus Unfähigkeit, hätte Richard Wagner gesagt, wenn er Mahlers Musik kennengelernt hätte, sondern als bewusste Entscheidung. Mahler wollte in seinen Symphonien, wie er so öfters sagte, die ganze Welt abbilden. Ja, vom niedrigsten, trivialsten, banalsten bis zum höchsten. Und sozusagen metaphysischsten. Und in diesem Bemühen, die ganze Welt abzubilden, wollte er, es war eine freie Entscheidung von ihm, wollte er nicht auch um triviales Musikmaterial herumschleichen, sondern er hat Musik von jüdischen Kapellen genommen, die er als Kind gehört hatte, nicht weil er selbst Jude war, sondern weil ihm diese Musik sehr gut gefiel. Er hat Walzer aufgenommen, er hat Tänze aufgenommen, er hat Volksmusik im weitesten Sinne aufgenommen. Das war eine beabsichtigte Entscheidung. Wenn ihm jemand also Trivialität vorwirft, dann hat derjenige im ersten Schritt recht. Im zweiten Schritt muss er verstehen, viele tun es nicht, muss er verstehen, dass das eine freiwillige und dezidierte Entscheidung von Mahler war, auch diese Bereiche musikalisch zu stellen. Vielen herzlichen Dank für die Antwort. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt keine weiteren Fragen mehr. Die Zeit ist auch schon um. Deswegen möchte ich an der Stelle die Vormittagsvorträge beschließen. Ich darf nochmal beiden Referenten ganz herzlich danken, Frau Hörnle und Herrn Fischer, für ihre beeindruckenden und wirklich super Vorträge. Ich denke, Sie haben uns alle sehr stark beeindruckt. Ich darf mich auch ganz herzlich bei den Damen und Herren bedanken, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Ich denke, auch die Diskussion war sehr vertiefend und hat uns alle sehr beeindruckt. Also herzlichen Dank noch einmal.